Jetzt gibt es wieder das Kneipenduell hier aus der Makery in Braunschweig und heute ist da Janike Stör. Sie ist Jobtesterin, hat in über 30 verschiedenen Jobs gearbeitet und mit der Erfahrung im Hintergrund berät sie Menschen auf der Suche nach ihrem Traumjob. Und genau das ist es, was wir sie heute fragen wollen. Welche Erfahrungen hast du bei diesen Jobs gemacht, in denen du gearbeitet hast? Und wenn ich jetzt all den Mut zusammengenommen habe und meinen Wechsel plane in den Traumjob, wie vermeide ich da eigentlich Fehler? 10 Minuten, jetzt geht's los. Sehr spannend, Janike. Du hast in einem Unternehmen hier in der Region in der Personalabteilung gearbeitet, bist da so schon die Karriere Steps nach oben geschritten, also eigentlich auf einem guten Weg, auf einem super Weg, hast dann aber für dich gemerkt, das ist es nicht. Hobbys verändert, Ernährung umgestellt, das war es auch nicht. Und dann hast du gesagt, okay, ich muss meinen Traumjob finden, den habe ich noch nicht. Und hast Jobs getestet, bist rausgezogen, losgezogen, über 30 Jobs hast du mittlerweile getestet, du bist auch gerade wieder mit dabei. Was damit die Zuschauerinnen und Zuschauer so einen Eindruck bekommen, welche Jobs hast du getestet? Also ich habe angefangen als Kindererzieherin, also das darf man eigentlich nicht sagen, sondern ich weiß gar nicht jetzt mal, wie es heißt, Erzieherin. Erzieherin, genau. Also Kindergärtnerin, das darf man nicht mehr sagen. Also Erzieherin habe ich angefangen, Stadtführerin, Verkäuferin, Architektin, Biobäuerin, Winzerin, Karriereberaterin, Berater für Selbstentwicklung, Familienaufstellerin, Journalistin im Online-Bereich, aber auch im Print später. Dann war ich im Freizeitpark und habe einen Freizeitpark betrieben und habe dann als Tischlerin noch gearbeitet, als Pastorin, als Hebamme und als Opernagentin. Also ein paar mehr waren es noch, aber ich glaube, das ist also ganz breite, eine große Vielfalt. Man hat ja so ein bestimmtes Bild von dem Beruf. Jeder Beruf hat so ein bisschen so eine Art Image. Man erwartet da was. Gab es da für dich Überraschungen, wo du gesagt hast, das hätte ich nie erwartet? Skurrilitäten, die dir jetzt noch im Kopf sind, wo du sagst, boah, das werde ich nie vergessen. Ja, also ich hatte den Job als Erzieherin genommen, um einen leichten Einstieg zu haben, weil ich dachte, so ein bisschen mit Kinderspielen, das ist halt, kriege ich hin. Lockere Sache. Ja. Genau, und das war irgendwie das Gegenteil. Also ich bin krank aus der Woche rausgegangen, weil man so vielen Keimen ausgesetzt ist. Und es war super anstrengend. Ich habe mein Handy kaum benutzt, weil also man hat gar keine Chance, das Handy in die Hand zu nehmen, weil ruckzuck ist irgendwas passiert. Von daher, den Job hatte ich mir definitiv leichter vorgestellt. Und das war bei ganz vielen Sachen so, wobei ich dann am Ende so einen schnellen Wechsel hatte, dass ich gar keine Zeit mehr hatte, mir große Erwartungen zu machen. Wie lange hast du in den Jobs gearbeitet? Immer eine Woche. Eine Woche, okay. Aber gut, ja. Man kriegt schon so ein bisschen Alltag mit. Weiß dann schon, wie es läuft. Eine Woche reicht, um kaputt zu sein beim Job der Erzieherin. Definitiv. Gab es irgendeine skurrile Geschichte, wo du sagst, irgendwie, da lache ich heute noch drüber? Also ich habe total gerne auch als Tierpräparatorin gearbeitet. Das war im Naturhistorischen Museum in Wien. Die sind relativ bekannt, ne? Die sind bekannt und die haben mich tatsächlich auch gefragt, ob ich kommen will. Und da konnte ich natürlich nicht Nein sagen, wobei ich den Job eigentlich überhaupt gar nicht machen wollte. Und habe dann eine Amsel gehäutet und musste mit einem Zellstofftuch das Gehirn raustupfen und rausholen. Raustupfen, okay. Ja genau, also der Schädel sollte verwendet werden noch für das Präparat. Und musste dann das Gehirn rausholen, damit es halt nicht gammelt und verwest. Ist schon speziell, ne? Ist schon speziell und währenddessen lief halt Cheerleader im Radio und das fand ich jetzt irgendwie so... Das ist skurril. Ja, das war skurril. Okay. Jetzt gibt es ja Jobs. Du sagst, in deinen Büchern, zwei hast du ja mittlerweile schon veröffentlicht, dass du Menschen begleitest oder begleitet hast, auch die leidenschaftlich sind in dem, was sie tun. Das heißt also sozusagen, vielleicht könnte man sagen, in Traumjobs für die jeweiligen Leute unterwegs warst und bist. Jetzt gibt es aber auch Jobs, die müssen einfach gemacht werden. Ich will jetzt gar nicht über einzelne Jobs reden, aber die sind erstmal relativ simpel, die machen vielleicht auch keinen Spaß. Hast du in solchen Jobs gearbeitet? Nee, ich habe ja gerade gesagt, oder du hast es selber gesagt, ich habe nur leidenschaftliche Menschen begleitet. Und ich finde, und das war total schön eigentlich zu sehen, dass jeder Job schöne Seiten hat und dass es ganz talentabhängig ist, wer sich darin wohlfühlt. Das heißt, ein Job, den ich vielleicht ätzend finde oder anstrengend finde oder den ich irgendwie nicht machen wollte, der kann einem anderen schon Freude bereiten. Von daher, glaube ich, ist es wirklich eine Typfrage. Aber ich frage jetzt deswegen, weil es ja vielleicht Jobs gibt, die wenigen Menschen Spaß machen oder vielleicht alle tun, um einfach davon zu leben. Ja? Das heißt, die haben wenig, würde mal sagen, etwas vereinfacht, die haben wenig Traumjobpotenzial. Okay, sag mal, an welchen du denkst.
ja, sozusagen vielleicht ganz einfache manuelle Jobs. Ja, ich will jetzt sozusagen auch keinen Job da diskriminieren, aber wo man sagt, okay, man macht es einfach, um Geld zu verdienen. Ja, ganz simpel. Und das sind vielleicht gar nicht so wenig Jobs in der Gesellschaft. Was sagst du den Leuten, die das machen? Also ich glaube tatsächlich, dass es unterschiedliche Bereiche gibt. Das ist auch theoretisch hinterlegt. Also es gibt Leute, die einfach arbeiten, um Geld zu verdienen und um sich ihren Lebensunterhalt zu sichern. Und die wollen auch gar nicht großartig darüber nachdenken. Die machen das dann, gehen nach Hause und haben ein ausgefülltes Privatleben. Und es gibt andere, die wollen halt auch in der Zeit, wo sie arbeiten, eine sinnvolle Sache tun. Und ich glaube, es ist einfach wichtig zu sagen oder sich zu hinterfragen, warum mache ich eine Sache? Also den Sinn erkennen zu können. Und auch jemand, der an der Rezeption steht oder der Kellner am Band arbeitet, wenn der sagen kann, aus den und den Gründen mache ich diesen Job, dann ist es einfach gut. Und da würde ich auch niemanden kritisieren oder sagen, das ist jetzt ein schlechter Job oder das ist ein guter, sondern die Frage ist immer, warum mache ich etwas, was ich mache? Also ich kann in allem einen Sinn sehen sozusagen und dann kann das auch Spaß machen, eigentlich jeder Job, würdest du sagen. Ja, oder es ist auch okay, wenn ein Job nicht Spaß macht, aber wenn ich sage, mein Lebensinhalt ist die Familie und ich möchte der ein gutes Leben bereiten, dann ist es okay, wenn ich mich dafür entscheide, einen Job zu machen, der vielleicht mir ein sicheres Einkommen bringt. Aber finde, dann darf ich auch nicht jammern, sondern wenn ich jammere, dann ist es schnell so, dass man sich selber als Opfer sieht und man hat aus meiner Sicht immer in der Hand, wohin man gehen kann. Also selbst wenn ich sage, mir gefällt das jetzt überhaupt nicht, aber ich mache es aufgrund meiner Familie, finde ich, ist das auch ein Status, den man akzeptieren kann. Aber wenn ich sage, ich mache etwas und das ist scheiße und das gefällt mir überhaupt nicht, das macht mich krank, dann sollte ich was dran verändern. Sonst gibt es ja auch, früher war das ja so, dass man vielleicht Dinge auch aus Pflicht gemacht hat. Der Vater, die Mutter hat einen Betrieb, ja, habe ich das gemacht, damit ich irgendwie den Betrieb erhalte, damit er in der Familie bleibt. Da ging es ja auch vielleicht nicht immer darum, ob mich das so erfüllt, sondern ich habe es aus Pflicht gemacht. Ist es vielleicht die Erwartung heute an den Job möglicherweise auch manchmal zu hoch? Im Sinne von, ich muss etwas finden, das mich unbedingt ausfüllt? Reicht nicht manchmal auch Pflicht und Verantwortung? Also ich finde, ein Grund könnte ja da sein, ich möchte den Familienbetrieb erhalten. Ich möchte für meine Eltern etwas tun, dass die Hinterlassenschaft nicht verloren gehen. Also das ist ja auch ein Sinn, den ich da finden kann. Also es ist immer die Frage der Betrachtung, warum tue ich etwas? Und von daher, also ich kann in allem, konnte in allen Sachen, die ich gemacht habe, etwas Positives sehen und finden. Jetzt ist das so, dass du ja sagst, relativ viele Menschen sind nicht zufrieden mit ihrem Job, die träumen von der Veränderung. Die Angst lähmt dann manchmal etwas. Wenn man jetzt alles zusammennimmt, so den ganzen Mut und sagt, okay, ich probiere es aus, dann kann was schiefgehen. Du schreibst in deinem aktuellen Buch auch über Beispiele, wo Menschen den Mut zur Veränderung aufbringen und die verändern sich und dann geht es schief. Das kann ja passieren, das ist ein Risiko. Was sollte man oder wie kann ich Fehler vermeiden beim Wechsel in meinen Traumjob? Also ich habe neulich ein gutes Zitat gelesen, ich weiß nicht mal, ob ich das wortwörtlich wiedergeben kann, aber es ist von Winston Churchill und er sagte, Erfolg ist, von einem Misserfolg zum nächsten zu gehen, ohne dabei die Begeisterung zu verlieren. Und ich glaube, das ist es. Also jemand, der erfolgreich umsteigt, hat nicht keine Misserfolge, sondern der kommt einfach von einem zum nächsten und lässt einfach von seiner Vision nicht locker. Okay, aber das kann natürlich schon ziemlich existenziell werden. Du schreibst auch von einem Beispiel, dass dann jemand seine Krankenversicherung kündigt. Das geht mit dem Job einen Bach runter, hat sich an einen Kunden geklammert und da geht dann pleite so und dann fehlt am Ende das Geld für die Versicherung und er wird auch noch krank. Ja? Ja. Okay, dann in der Situation muss man dann erstmal an Winston Churchill denken. Ja, das wird dann schon existenziell. Also vielleicht ist es dann auch deswegen, noch mehr, das, was man da braucht. Ja? Naja, ich glaube, wir leben in einfach einer guten Umgebung in Deutschland, wo wir eigentlich nie um unsere Existenz fürchten müssen, weil wir ganz gut aufgefangen werden. Dass es unangenehm werden kann, ist auch klar. Aber ich glaube, wenn man so ein paar Sachen beachtet, dann kommt man aus jeder Situation, aus jeder Krise wieder raus. Und da gibt es auch viele positive Beispiele. Die Frage ist halt nicht, ob man eine Krise erleidet, sondern wie man mit ihr umgeht. Also Sache sozusagen des Denkens, ja, des positiven Denkens. Absolut. Dann im Fall auch. Jetzt bist du ja beruflich mittlerweile, neben dass du Bloggerin bist und sozusagen über die Jobs, die du erlebst und in denen du arbeitest, schreibst, bist du ja auch Jobcoach. Und hast ja eine Menge Jobs jetzt mittlerweile schon gearbeitet. Würdest du sagen, jeder, der Jobcoach ist, der berät, wo auch immer, beim Arbeitsamt oder freiberuflich, sollte Jobtesterin oder Tester gewesen sein, um gut beraten zu können? Ist das wichtig oder geht's ohne? Nicht zwangsläufig. Es gibt auch gute Methoden, die man anwenden kann und den Klienten gut zum Ziel führen kann. Mir hilft das total und ich lerne einfach sehr gerne und habe gerne Abwechslung. Von daher würde ich sagen, ja, es ist hilfreich, aber nicht notwendig. Welche Methoden sind das? Weil du sagst, die sind so... Coaching zum Beispiel. Da gibt es ganz viele Sachen, die man machen kann. Also ein Zielbild, sich vorstellen, sich da reinfühlen.
Also es geht, glaube ich, hier zu weit, da in die Tiefe einzusteigen, weil man muss es erfahren und kann da viel machen. Also Coaching finde ich zum Beispiel super. Das stimmt, wobei es natürlich hilfreich ist, wenn ich berate, schon zu wissen, okay, wie es im Job dann auch sich anfühlt. Du sagst ja, das Fühlen ist wichtig. Manchmal ist es ja auch so, dass es dann sozusagen Tiefen gibt, die ich, wenn ich das Image des Jobs sehe, gar nicht ahne. Ja, diese Überraschung, die ich zu Anfang angesprochen habe. Denn am Ende ist es ja so, relativ viele Leute gehen ja in den falschen Beruf. Und da ist die Frage, wie kann ich das künftig vielleicht vermeiden? Also wie kann ich junge Menschen oder auch Leute, die in ihrer Berufslaufbahn schon arbeiten, unterwegs sind, davor bewahren, dass sie den falschen Weg gehen? Da muss ich ja vielleicht irgendwie den Beruf Jobcoach auch verändern. Deswegen frage ich das jetzt so. Also es gibt Unterschiede. Also es gibt Beratung und da erteile ich Ratschläge. Und es gibt Coaching. Und beim Coaching erteilst du keine Ratschläge, sondern die Lösung kommt aus dem Klienten heraus. Und die entwickelt deswegen auch eine ganz besondere Kraft. Also das finde ich auch gut. Ich mache auch Beratung. Und nur weil ich weiß oder weiß, wie ich mich in dem Job fühle, heißt es nicht, dass jeder andere sich auch so fühlen muss. Also deswegen ist es super typbedingt. Aber ich sollte natürlich wissen, worum es dabei geht. Das ist auch ganz klar. Da kannst du Leute halt ein bisschen möglicherweise mal warnen und sagen, pass da halt auf, das sieht halt, ist in der Realität anders, als es von außen vielleicht aussieht. Deswegen denke ich, oder ich bin total davon überzeugt, dass Ausprobieren hilfreich ist. Und das ist auch immer das, was ich mit meinen Klienten mache. Das heißt, ich mache oder entwickle Thesen mit ihnen, was für sie passen könnte, aber sie sollen dann in einer risikoarmen Variante das überprüfen in der Realität, ob das wirklich ihr Fall ist. Wie genau funktioniert das? Das kann man auf ganz unterschiedliche Arten und Weisen machen. Also nicht jeder muss irgendwie ein Jahr aussteigen und dann 30 Jobs testen, sondern man kann, je nachdem wie viel Zeit jemand hat und wie viel Finanzen auch, also nicht jeder kann sich eben so eine Auszeit leisten, weil er vielleicht auch eine Familie zu versorgen hat. Man kann Leute interviewen, man kann hospitieren einen Tag lang, man kann ein Mini-Praktikum machen, im Urlaub zum Beispiel oder am Wochenende irgendwas machen, man kann Dienstleistungen ausprobieren an seinen Freunden oder das klingt auch speziell. Genau, aber wenn ich zum Beispiel mir vorstelle, ich könnte Aufräumexpertin werden, dann könnte ich ja mal bei meinen Eltern anfangen oder bei meinen Geschwistern oder bei meinen Freunden und sagen, okay, so und so würde ich es mit dir machen, wie findest du es eigentlich? Zack, jetzt klingelt schon der berühmte oder mehr oder minder berühmte Kneipenduell-Wecker. Zwei Fragen noch kurz zum Abschluss. Gibt es eigentlich bei den Leuten, die zu dir kommen, das sind ja wahrscheinlich Leute aus allen Altersgruppen, junge Menschen, Leute mitten im Berufsleben, gibt es da vielleicht auch kulturelle Unterschiede? Erwarten die Leute sozusagen kulturbedingt etwas anderes vom Job oder von ihrem Traumjob? Hast du da Unterschiede bemerkt? Also ich glaube, dass zu mir ganz besondere Menschen kommen, die eben sich mit meiner Geschichte identifizieren können. Und da gibt es schon viele Ähnlichkeiten. Von daher habe ich das jetzt selber nicht so erlebt, dass ich jetzt sagen würde, es gibt die und die klaren Unterschiede. Natürlich gibt es Unterschiede, aber ich glaube, dass gewisse Leute eben zu mir kommen und generell natürlich. Also da gibt es andere Sichtweisen. In deinem aktuellen Buch hast du mit einem Glücksforscher geredet. Was ist für dich Glück? Hängt ja auch ein bisschen mit Arbeit zusammen, aber wie definierst du Glück? Das ist ein Grundgefühl für mich. Also ich würde sagen, ich lebe heute ein glückliches Leben und das besteht daraus, dass ich eine gewisse Ruhe in mir trage. Das heißt nicht, dass ich keine schlechten Zeiten habe, das heißt nicht, dass ich nicht Sachen mache, die ich vielleicht auch mal ätzend finde, aber das heißt, unterm Strich geht es mir gut und ich weiß, warum ich die Dinge tue. Also ich habe dieses Grundgefühl einfach bei mir. Und da muss ich wirklich sagen, diese Ruhe merkt man dir an. Du bist in einem sehr sozusagen vielfältigen, mutigen Leben unterwegs, du hast viel gewagt. Und bist eine strahlst eine tolle Souveränität sozusagen dabei aus, finde ich toll und bist durch und durch optimistisch. Und jetzt würden wir ganz gerne die Zuschauer auch fragen, wie ist das bei euch? Träumt ihr auch von einem Jobwechsel? Gut, das zuzugeben ist natürlich schwierig, das irgendwo drunter zu schreiben, aber was bewundert ihr an Janike und ihrem Leben? Schreibt es drunter, kommentiert oder stellt auch Fragen, die euch interessieren. Ich finde es toll, dass du da warst. Ich habe dich zum Thema Glück gefragt. Mein Glück war, dass du gekommen bist. Besten Dank dafür. Danke für die Einladung. Gerne.